Hallo Vicky, mein Name ist Josef Huber und das ist das Backup von Unik. Das ist ein passives Soft-Exoskelett. Ich transportiere das gerne so, dass ich alle Gurte im Hüftgurt einschließe. Stopp. Backup ist der alte Produktname, der ist so nicht mehr verfügbar aus markenschutzrechtlichen Gründen, falls ich das richtig mitbekommen habe. Ich habe am oberen Teil meine Schulteranbindung. Das sind Gummibänder, die am Rücken über ein Klettband variabel eingestellt werden können. Ansonsten kann ich hier nichts verändern. Ich habe einen Rücken, da ist eine Aluplatte drin. Die kann ich auch entfernen. Dazu entferne ich diesen Klettverschluss, öffne die Schraube ein Stück weit, ich muss sie gar nicht ganz rausdrehen und öffne auch auf der anderen Seite den Klettverschluss, ziehe dann die ganze Platte ab. Hier oben kann ich den Klettverschluss öffnen, auch auf der anderen Seite und kann hier die Aluplatte entnehmen. Vorher entferne ich den Schultergurt und ich habe hier ein Alugerippe mit Kunststoffanbindungen, die scheinen festgenietet zu sein. Die kann ich individuell auf den Rücken anpassen, durchbiegen. Der QR-Code, der ist von uns im Projekt Expertise drauf gemacht worden, um die Bedienungsanleitung niederschwellig verfügbar zu machen. Gehalten wird das Ganze von 4 Klettverschlüssen. Wenn ich fertig bin, mache ich die Schulterträger wieder fest. Da schaue ich drauf, dass die Träger einfach nicht verdreht sind. Schneide es mir später in die Schulter ein. So, wann ich das montiert habe, öffne ich den Brustkorb, den Hüftgurt. Ich sehe dann hier die Aufnahme. Ich fädel zuerst die Rückenplatte in den Schaumstoff rein. Sobald ich hier durch bin, kann ich unten in diese Metallaufnahme reingehen. Und schiebe nach unten, befestige mit der Schraube an der Stelle. Hier hinten am Hüftgurt sind unter dieser abnehmbaren Hygieneeinlage, wird es glaube ich genannt, es sind zwei Klettverschlüsse, die ich festmachen kann und hier die Auflage wieder
und befestige auch hier unten den Klettverschluss. Um die Rückenlänge einzustellen, drehe ich die Schraube auf, löse im Zweifel beide Klettverschlüsse und ziehe dann einfach noch mal ein bisschen nach draußen. Mache die Schraube wieder zu oder komprimiere weiter nach innen, das ist es auch schon ein relativ kurzer Rücken. Diese Teile sind die Elastomere, die sind das Herzstück dieses Exoskeletts. Immer dann, wenn ich mich beuge oder bücke, wird über den Gluteus Maximus das Elastomer gespannt und entspannt sich wieder, sobald ich mich aufrichte. Die sind an der Hüfte angeschlossen und werden zum Knie umgeleitet. Spannend ist die Frage, wie groß der Hüftgurt ist. Deshalb messe ich den aus und ich messe einmal in der kleinsten Distanz, den er machen kann. Ich beginne jetzt hier an der Schnalle und wandere den Gurt entlang und bin hier bei 95 cm. Und wenn ich die Schnalle komplett aufmache, bin ich hier bei 117 cm. Der Rücken kann unterschiedlich eingestellt werden, hat hier eine Länge von 56 cm. Wenn ich den Elastomeren nach unten folge, kommt irgendwann die Knieanbindung. Die Knieanbindungen werden geöffnet, indem ich diesen Magnetverschluss zur Kniescheibe hinziehe, sowohl oben als auch unten. Geschlossen werden sie, indem ich in die Nähe gehe und dann zieht sich der Magnet automatisch auch schon ran. Ich kann natürlich auch direkt drauf drücken, aber es reicht tatsächlich ein Werfen aus der Ferne, um das zu verschließen. Hier oben habe ich zwei Klettverschlüsse, einmal vorne und einmal hinten. Damit ist das Elastomer am Knie festgemacht. Das gleiche habe ich auf der anderen Seite. Damit kann ich das Elastomer auswechseln oder falls Verdreher im System sind, die auch korrigieren. Auf der Rückseite des Knies habe ich ein Verstellband. Das ist einfach einmal umgelenkt und kann mit Klett die Weite an mein Knie anpassen. Weiter nach unten ist dann auch wieder mit Klett ein Band befestigt. Das kann ich jederzeit auch abschneiden, um an meine persönliche Größe anzupassen. Bitte nur auf der einen Seite abschneiden, auf der anderen Seite kann ich es durch Durchfädeln in der Länge verstellen. Ich habe unten nochmal einen Magnetknopf, den ich auch wieder einfach auf den Verschluss schmeißen kann. Es zieht sich fest und geöffnet wird es am Bein durch einen Schub nach unten. An der Beinanbindung habe ich hier ein festes Band und einen Klettverschluss. Das wird so in die Ferse gemacht und dann über das Fessel verschlossen. Oder ich lege das Band unter meine Schuhsohle, über der Einlegesohle. Und dann habe ich die Fersenanbindung direkt auch an meinem Schuh mit integriert. Das ist, wie gesagt, das Unique in der ersten Version als Backup noch. Jetzt heißen die Exoskelette von Unique Soft Exo. Es ist nicht mehr auf dem Markt verfügbar. Und zum Lagern verschließe ich an der Stelle den Gurt
Habe so ein kompaktes System. Ja, nicht vergessen darf ich die Elastomere, die kann ich an diesem Klettband auf beiden Seiten des Hüftgurts einstellen, sodass ich das Exoskelett aktivieren kann, deaktivieren kann, wenn es weit hinten ist, oder wenn der Gurt gespannt ist, ist es aktiv. Wie immer gilt, Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr.